Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass ich heute hier sein darf auf der Montagskonferenz. Ich finde das ein super tolles, eine super tolle Möglichkeit, verschiedene Themen vorzustellen. Ich möchte mich nochmal bei der Frau Ketsch und der Frau Dose bedanken und natürlich bei jedem, der das heute in eine andere Sprache dolmetschen wird und nicht übersetzen, wie ich heute gelernt habe. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, viel mehr muss ich zu mir nicht verlieren und will heute mit Ihnen eine Reise antreten, die ganz richtig schon, besser hätte ich es nicht ausdrücken können, gesagt hat, der Gründer zwischen Vision und Realität und vielleicht, wie man da hinkommt und wie man die eigene Vision zur Realität werden lassen kann. Und dafür möchte ich jetzt mal mit euch die Worte des wunderbaren Johann Wolfgang von Goethe zitieren. Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang es an. In der Kühnheit liegt Genie, Macht und Magie. Wir Menschen brauchen eine Vision und die Vision und persönlich unterscheide ich vom Traum, denn der Traum hat was Schlafendes und die Vision, die hat was nach vorne Schauendes, in die Zukunft Gehendes. Das heißt, die Vision selbst ist ein Zielbild, das Szenario der Zukunft, wie wir uns das vorstellen und gerne herbeiwünschen. Generell sind wir alle bei unseren Visionen keinen Regeln unterworfen. Wir können unsere Vision aufstellen und wir können die Vision als mehr betrachten als einen reinen Leistungsanspruch. Oh, Verzeihung, jetzt bin ich hier zurück. Und zwar ist diese Vision der grundlegende Stein, den jede Firma meiner Meinung nach und jeder Gründer legen sollte, bevor er sich mit seiner Geschäftsidee weiter auseinandersetzt und die vertieft. Das heißt, den Grundstein für eine Unternehmensphilosophie legend, die Vision. Dazu gibt es ein Visionsstatement, das könnt ihr auf eine DIN A4-Seite schreiben. Das sollte knackig beschreiben, wie ihr euch die Zukunft für euer Unternehmen vorstellt. Also wirklich eine Vision, die in die Zukunft geht. Jetzt haben wir diese Vision und wir haben die vielleicht geschärft auf unserem Blatt und oft bleibt es dann auch dabei. Weil jetzt haben wir natürlich unsere Träume, unsere Wünsche in der Vision niedergeschrieben. Aber was machen wir jetzt eigentlich damit? Wie gehen wir weiter? Da habe ich jetzt ein Zitat von einem anderen Mann. Who's gonna carry the boats? Who's gonna carry the boats? Who's gonna carry the boats? Das hat der gute David Goggins gesagt. Und in der Mission, merkt man jetzt schon, kommen wir vom Genie der Macht und Magie, der Fantasie und Vorstellung in die Mission. Das hat ja auch ein bisschen was Militärisches. Wie erledigen wir jetzt überhaupt die einzelnen Schritte, um unsere Vision zu erfüllen? Und hier wieder vielleicht auch im militärischen Kontext zu sehen, Strategie und Taktik zur Erreichung des Zielbildes, was wir auf der linken Seite, also auf der Visionsseite schon ausformuliert haben. Wir formulieren Regeln, Leit- und Glaubenssätze, die wiederum den Grundstein legen für unser Mission Statement oder Missionsstatement, indem wir ganz klar sagen, wie wir, welche Schritte wir gehen werden, um diese Vision zu erreichen. Und dieses Missionsstatement empfehle ich immer jedem, sollte nicht mehr als 6 bis 8 Sätze mit wenig Nebensätzen beinhalten, wodurch wir uns ganz klar werden können, wie diese große, schwammige, ohne Leistungsanspruch gemachte Vision Schritt für Schritt für Schritt in die Realität umgesetzt werden kann. Also von der Vision zur Mission und die Mission wird in die Action umgewandelt. Das, was wir dann wirklich tun wollen. Jetzt ist es erstmal ein relativ großes Feld und vor allem, wenn man seine eigene Vision niedergeschrieben hat, dann hat man das Mission Statement gemacht und ja, auch dabei ist es bei vielen Leuten dann schon vorbei, weil man wird dann auch ein bisschen von der Masse der Aufgaben überwältigt. Man ist ja noch ganz am Anfang von einem kleinen Bergmassiv, was man noch überhaupt nicht überschauen kann und das sage ich jedem unerfahrenen oder erfahrenen Bergsteiger, desto weiter man dann hochgeht, merkt man, der Berg wird auch steiler anstatt weniger steil und es gibt noch ganz viele Klippen zu überwinden. Aber was bei mir sehr stark resoniert hat und deswegen zitiere ich den Greg S. Reed jetzt hier auch mal, das habe ich etwas entlehnt, der verwendet anstatt dem Wort Vision das Wort Dream. Aber ich finde, Vision passt in dem Kontext und vor allem für unseren heutigen Beitrag viel besser. A vision written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action makes your vision come to reality. Das heißt, wir haben unsere Vision. Wir haben unser Vision Statement, unser Mission Statement
Und wir haben unser Vision Board, das empfehle ich immer als Methode, sich einfach mal ganz am Anfang seiner Unternehmung oder seines Plans aufzuschreiben, was ist überhaupt, was will ich erreichen, welche einzelnen Zielpunkte, was finde ich als Unternehmer, Unternehmerpersönlichkeit eigentlich wirklich erreichenswert. Kurzes Beispiel von mir, wir bauen ja geodätische Domes, dazu kommen wir gleich nochmal, gehen wir ein bisschen ins Detail, viel Spaß beim Übersetzen. Und die kann man als Gewächshäuser, Tinyhäuser und auch aus upgecycelten Materialien bauen. Und ich habe mir auf mein Vision Board geschrieben, ich habe einfach mal das Höchste gegriffen, was ich konnte. Ich will mindestens einmal auf die Bundesgartenschau mit einem Projekt. 2 Jahre später sind wir mit 5 Projekten auf der Bundesgartenschau und haben 3 Workshops gehalten und haben auch relativ viel Aufmerksamkeit dadurch gekriegt. Ich selber konnte das in meinem Vision Board damals noch gar nicht so richtig festmachen. Ich will damit aber nur sagen, manchmal kann die Realität auch die Vision überholen und vielleicht das Vision Board, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel, um sich das grafisch darzustellen, wo man eigentlich hin will. Jetzt hatten wir ja aus unserem Satz die Vision und die muss irgendwie zum Goal werden. Dafür kann man einige Dinge tun, das wird jetzt ein bisschen BWL-theoretisch. Man hat die SWOT-Analyse, Strength, Weaknesses, Opportunities und Threats. Man hat eine Marktanalyse und man hat Machbarkeitsstudien. Damit kann man seine Vision und seine Mission dann erstmal, bevor man in die Aktion geht, überprüfen. Und Kernzahlen für die Goals sind zum Beispiel KPIs. Das sind die Key Performance Indices, also an denen kann ich messen, habe ich denn überhaupt erreicht, was ich erreichen will? Wie erreiche ich das? Habe ich underperformed? Habe ich overperformed? Wie kann ich mich anpassen? Und die OKRs, das sind die Objectives und Key Results, die zeigen uns dann im Endeffekt, welche Objectives, welche Ziele will ich erreichen und was sind die hauptausschlaggebenden Resultate, die ich dann nachher als Erfolgsmessungen ranziehen will. Ein Ziel ohne Plan ist nichts, wie uns der obere Satz auch schon gesagt hat. Das heißt, wenn wir all das gemacht haben, wenn wir uns sicher waren, wir haben unsere Ziele festgelegt, wir haben den Weg zu unseren Zielen festgelegt und wir haben unsere Ziele abgeglichen, müssen wir in die Planung gehen. Und das ist leider schmerzhaft und das passiert jedem neuen Unternehmer oder der sich Start-Upper schimpft dann im Endeffekt. Der muss seinen Businessplan schreiben. Der muss also dieses Vision und Mission Statement, die Goals, irgendwie in einen Plan zusammenpacken, der dann jeden einzelnen Schritt und jeden einzelnen Teilbereich ganz genau erklärt. Ich habe mich verflucht. Ich wollte nie wieder eine Masterarbeit schreiben und habe, glaube ich, in den letzten 2 Jahren 370 Seiten Businesspläne geschrieben, unterschiedlichste Businesspläne mit unterschiedlichen Scopes, das heißt für die Anwendung und die Person unterschiedlich, der ich das gegeben habe. Finanzierungsplan muss ich zum Glück nur einschreiben. Das ist aber auch ein sehr großer Krampf, weil natürlich vor allem im Sozialen, ich hatte das mit ein paar Studenten gerade eben schon vor der Vorlesung, man wird immer zuerst gefragt, wenn man irgendwas Soziales macht oder was für die Umwelt, aber das lohnt sich doch nicht, wie kann sich das lohnen? Und deswegen ist es heute ganz wichtig, dass Entrepreneurship bei uns in dieser Vorlesung mit drinsteht. Es kann sich nämlich lohnen. Wenn man die Action dazu macht, das heißt, jetzt haben wir unsere Ideen, wir haben unseren Businessplan, wir haben unseren Finanzierungsplan, wir haben eine Investitionsstrategie, wir wissen, woher wir das Geld kriegen, wir wissen, wer zuerst in unsere Idee investieren wird. Jetzt müssen wir das ganze Kind aber noch irgendwie in die Realität heben, weil wir sind alles gerade noch in einem sehr geistigen Ort gewesen. Wir haben unsere Ideen niedergeschrieben, aber jetzt geht's wirklich in die Handlung rein. Und da sieht man dann, dass das Networking, das wurde mir gerade auch schon irgendwie als Aufgabe zugesprochen, das finde ich sehr schön, weil das eine sehr wichtige Aufgabe ist und das ist wichtig, Leute für seine Vision zu begeistern. Der traurigste Visionär ist der, der keine Mitvisionäre hat, der sitzt nicht mit einer verrückten Idee ganz alleine im Zimmer. Und das Prototyping, weil irgendwann muss man auch ins Bauen kommen, man muss in seinen ersten Workshop machen, man muss einfach die ganze Idee mal so rausheben, dass man die auch wirklich einsetzen kann. Und der dritte Punkt in der Action und vielleicht einer der häufigst übersehenden, aber meiner Meinung nach einer der wichtigsten, Controlling. Gehe ich überhaupt genau in die richtige Richtung, wo ich hin wollte? Bin ich noch bei meinem Mission Statement drin? Sind meine Actions überhaupt, treffen die überhaupt noch den Kernaussage meiner Firma? Erreiche ich überhaupt mit meinen Actions das, was ich eigentlich erreichen will oder gibt es ein ganz anderes Ergebnis? Und so kann man dann erstmal alles runterbrechen in die Vision, bei der wir unsere Mission haben, das Ziel, den Plan und die Aktion. So, jetzt geht's an Speck.
Jetzt kommen wir erstmal zum Social Entrepreneurship. Wer ganz aufmerksam zugehört hat oder gelesen hat, weiß, dass das heute noch nicht das Kernthema ist. Das Social Entrepreneurship ist generell eine unternehmerische Tätigkeit, bei der man sich auf soziale Problemstellungen in der Gesellschaft konzentriert und diese versucht zu lösen mit einem Ansatz, der aber auch eine unternehmerische Qualität hat. Das heißt, bei dem man vom Grundprinzip eine ganz normale Firma aufbaut. Die Firma muss sich lohnen, die Firma muss einen Umsatz haben, die Firma muss einen Gewinn einspielen. Aber die Gewinne werden meistens rückfinanziert, zurück in die Unternehmung. Und da haben wir beim Social Entrepreneurship ganz häufig Dienstleistungen. Wir gehen häufig in die Gemeinnützigkeit rein, also GmbHs, GUGs, das heißt alles gemeinnützige GmbH, gemeinnützige UG oder AG. Und in selteneren Fällen sind das dann auch ganz normale UGs, GmbHs oder AGs. Ne? Und habe ich vorhin schon mal gesagt, die Reinvestition von den Unternehmensgewinnen ist da ganz besonders wichtig dabei. Da gibt es ein paar Fakten dazu und das hat sich auch in der Studie, die ich unten als Quelle angegeben habe, sehr stark verdeutlicht. Es gibt 4 Kernfakten, die kann man eigentlich fast jedem Sozialunternehmer zuschreiben. Das eine ist die Leidenschaft. Die meisten Leute, die soziale Unternehmen gründen, die machen das aus Leidenschaft. Das ist keine Notlösung. Die müssen damit nicht unbedingt nur ihren Lebensunterhalt finanzieren. Die verwirklichen ein Herzensprojekt. Und ganz oft ist es auch so, dass Sozialunternehmertum aus einem Hobby entsteht oder aus einer Nische, die man bei seiner eigenen Arbeit entdeckt hat und wo man sich sagt, boah, da ist das Aktuelle aber noch nicht richtig. Ich kann daran was ändern. Und meistens macht das der Gründer auch nicht alleine. Der hat ein Team von Leuten, die sich darauf direkt einschießen können, weil die diesen, zum Beispiel diesen Missstand in der Gesellschaft auch erkennen. Es ist immer ganz schön, das Sozialunternehmertum, das ist erstmal das Einfachste, weil die Kunden sind sehr begeistert. Man spricht ja meistens was an, was geändert werden muss. Dementsprechend ist jeder erstmal direkt dabei, sagt, oh, das interessiert mich aber. Ich sehe bei euch, ihr habt eine Gemeinnützigkeit, ihr macht das nicht nur, um nachher ein dickes Konto zu haben. Also der Kunde kann sich viel einfacher mit dem Unternehmen verbinden. Und ganz wichtig ist es auch der Innovationsgeist, weil was sich auch in der Studie herausgestellt hat, jedes 4. Sozialunternehmertum kann seine eigene technische Innovation zur Marktreife bringen. Bei normalen Unternehmen sind wir ungefähr bei 8-10%. Also wir haben hier 25%. Wir haben aber auch zum Beispiel sehr viel mehr weibliche Gründer als in allen anderen Gründungsbereichen und leider dem schlechtesten Gründungsbereich, der digitale ist, wo das dann nur noch bei 2% weiblichen Gründern liegt. Hier sind wir ungefähr bei 46% weiblichen Gründern und Mitgründern. Kennt jemand ein Beispiel für ein soziales Unternehmen? Jetzt, nachdem ich hier diese ganzen Kernpunkte genannt habe. Es gibt ganz viele. Ja, bitte. Gib uns doch mal ein Beispiel. Was machen die denn? Pet aktiv? Sie müssten das ins Mikro sprechen, sonst haben wir keine Verdolmetschung. Kommen Sie bitte nach vorne an ein Mikrofon, weil das die Studenten hören müssen. Ah ja. Die Organisation heißt Pet aktiv und es war eine Initiative von arbeitslosen Lehrern beziehungsweise Lehrern, die nicht in Schuldienst gekommen waren, sofort. Das arbeitslos klingt immer so negativ. Die waren zum großen Teil in der Warteschleife. Und dann gab es einige aus sozialen Berufen, die sind dann mit reingegangen. Also das war zuerst alles ehrenamtlich und dann haben die Gelder akquiriert und dann haben die mit der Zeit dafür gesorgt. Es ging darum, dass Kinder häufig von berufstätigen Müttern alleine zu Hause sind am Nachmittag. Und dann ging es darum, dass es eine gewisse Tageskernzeit gibt, wo die Kinder, wie waren das nochmal, der Unterricht hieß Kernzeit, der abgedeckt war von dem normalen staatlichen Schulunterricht. Und dann haben die Nachmittagsangebote gemacht mit den Kindern nach der Schule, Hausaufgaben, Essen, Spielen und so weiter, damit die Kinder dann versorgt waren und sind, bis Mütter oder Eltern nach Hause kommen. Und es hat sich sehr stark professionalisiert und etabliert mit allem Möglichen rundum. Da unterhalten wir uns gleich nochmal drüber. Das interessiert mich sehr. Das war ein perfektes Beispiel für ein Social Entrepreneurship. Wir haben Leute,
die arbeiten in dem Feld, haben einen sozialen Missstand entdeckt. Wir haben eine Dienstleistung. Die Dienstleistung ist ganz eindeutig, es sind die auch noch gemeinnützig und es ist auch noch eine Gemeinnützigkeit vorhanden. Also wir haben hier gerade das perfekte Sozialunternehmen eigentlich gehabt von den Punkten, die ich abgesprochen habe. Ich gebe euch jetzt nochmal zwei mit, die vielleicht jeder kennt. Ecosia, die Search Engine, die euch Bäume pflanzt bei den Anfragen. Vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen, der einen oder anderen. Oder DKMZ, das Deutsche Krebs... DKMS. Hilf mir mal ganz kurz. Danke. Das ist die Deutsche Knochenmarkspendenkartei und in der kann man dann gucken, ob man Knochenmark spenden kann für Menschen, die dann entsprechende Krankheiten haben. Genau. Danke nochmal für den Beitrag, das war perfekt und mir auch noch den Popo gerettet. Hier sehen wir mal die Sozialunternehmen in Deutschland von 2017. Es gibt aktuellere Studien vom CEND, dem Social Entrepreneur Network Deutschland. Die sind allerdings noch nicht veröffentlicht, deswegen habe ich hier mal kurz zurückgegriffen aus der Studie, auch ein grafisch sehr schön aufbereitetes Blatt rausgeholt. Und wie ihr hier vielleicht sehen könnt, sind hier nochmal so ein paar Beispiele. Also das Dunkelrestaurant, da haben vielleicht auch schon mal manche von gehört. Fahrradkuriere sieht man jetzt ja schon überall in der Stadt rumfahren. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Innovative, also das waren die Dienstleistungen und dann aber auch die Produkte mit einem Navigationsgürtel für eine Orientierungshilfe für Menschen mit Sehbehinderungen. Und den Ball gegen das Vergessen. Und wenn wir da nochmal oben drauf gucken, also wir haben 12% aller konventionellen Gründer bieten eine Marktneuheit. Der Social Entrepreneur bietet zu 30% eine Marktneuheit an. Und wir sehen dann auf der rechten Seite nochmal 24% kommen zur Marktreife ihrer sozial innovativen Produkte. Und 11% overall mit denen eingerechnet kommen zur Marktreife bei konventionellen Gründern. So viel zum Social Entrepreneurship. Wir sind ja aber hier heute bei der Vorlesung Social Ecopreneurship. Dann klären wir vielleicht noch mal ganz kurz, was das Ecopreneurship ist. Das Ecopreneurship bezeichnet eine Form des Unternehmertums, bei der Ökologie, Innovation und Unternehmertum die Basis einer Unternehmensgründung bilden. Ist jetzt erstmal ein bisschen sperriger Satz, heißt aber im Endeffekt, dass wir jetzt nicht mehr auf nur einen sozialen Missstand hinarbeiten oder den sozialen Missstand beheben wollen, sondern dass wir uns als normale Firma verhalten wollen, wir aber mit unserem Produkt eine ökologische Verbesserung herbeiführen. Das sind sehr häufig Nischenprodukte. Das ist aus entweder ein Spin-off aus einem Produkt, was es schon gibt, das dann ökologischer, nachhaltiger oder andersweitig geformt wird, ne? Zum Beispiel zirkulär gedacht wird. Das hat einen positiven Einfluss auf die Umwelt und es ist meistens ein riskantes Geschäftsmodell. Weil, also Nachhaltigkeit ist jetzt ganz toll im Trend, aber das war es vor 5 bis 10 Jahren noch nicht. Und deswegen hat man sich dann auch immer sehr weit aus dem Fenster gehängt, wenn man zum Beispiel jetzt ein Produkt zirkulär gemacht hat. Dadurch wurde das Produkt 20% teurer. Da gab es dann die Interessenten dran. Aber im Endeffekt war das auch ein großes Risiko für den Unternehmer, weil er ja zu seiner Konkurrenz einen relativ hohen Preis fährt. Und ich sage mal nur ökologische Verträglichkeit, Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit nachher beweisen will. Hier haben wir auch ein paar Fakten dazu, die rausgekommen sind. Also erstens mal ist es der intrinsische Idealismus, der den Gründer treibt. Und was wir hier auch haben, ist, man hat meistens einen Gründer, der dann ein Gründerteam aufbaut, aber es wird selten im Team gegründet. Liegt daran, haben wir jetzt gemerkt, wir sind ja auch schon wieder auf der Produktseite, das sind ganz oft Ingenieure. Und Ingenieure haben dann in einer speziellen Nische zum Beispiel gearbeitet und entdecken dabei, ich könnte das Produkt effektiver machen, das könnte weniger Strom verbrauchen, das bräuchte weniger seltene Erden bei der Produktion. Ne? Und er hat dann diese Idee und mit diesem intrinsischen Idealismus, den er hat, der Verbesserung des Produktes und der Umwelt was Gutes zu tun, geht er dann an seine Peers, also an die jeweiligen Leute, die er sich vorstellen kann, die mit ihm dann die Idee entwickeln und entwickelt diese Idee. Dabei fokussiert sich der Ecopreneur mehr auf die Metaökonomie. Also wir haben ja die Makroökonomie, die sich mit regionalen, globalen Wirtschaftszusammenhängen auseinandersetzt. Wir haben die Mikroökonomie, die dann sehr auf das Unternehmen oder den einzelnen Haushalt zusammengeht. Wir haben da auch noch die Meso
Ökonomie, die wiederum mehr auf die Institutionen, Regeln und Gesetze abzielt, die die Wirtschaft zusammenhalten. Und hier sind wir jetzt in der Metaökonomie, also auch Metaebene enthalten, bei der wir die tieferen funktionalen Aspekte der Wirtschaft betrachten, weil wir wissen, die ist ein komplexes, interaktives System. Und wir können das nicht nur einfach immer getrennt betrachten auf staatlicher Ebene, auf Haushaltsebene, auf Einzelpersonenebene. Wir haben die ökologieorientierten Produkte. Das heißt, unsere Produkte sind darauf ausgelegt, zum Beispiel einen ökologischen Impact zu erzielen oder eine Kreislauffähigkeit zu erreichen. Und der vierte Punkt ist die nachhaltigen, langlebigen Produkte. Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Die großen Rs der Sustainability, Repair, Reuse, Recycle oder Upcycle in manchen Fällen. Und die Verlängerung des Produktlebenszykluses, wodurch das Produkt länger hält. Repair zahlt wieder darauf ein, dass es länger hält. Reuse, dass wir es für einen anderen Zweck verwenden können. Re- und Upcycle, dass wir das, die Rohstoffe aus dem Produkt selbst für etwas anderes verwenden können. Genau. Da habe ich euch jetzt einfach mal noch ein paar Beispiele mitgebracht, weil ich finde immer ein Ecopreneurship ist schwieriger zu identifizieren als ein Social Entrepreneurship. Oder wollt ihr es mal probieren? Hat jemand ein Ecopreneurship für mich? Kennt ihr Recap? Ah, bitte. Wozu würde denn Viva Con Aqua zählen? Ah. Oha. Jetzt aber mich hier direkt in der Mitte erwischt. Viva Con Aqua machen Wasser, was die zu fairen Preisen einkaufen. Damit beheben die auch, ne, also viele Wasserprobleme. Die machen ja unter anderem zum Beispiel auch Brunnensysteme. Da sind wir voll beim Social Entrepreneurship, weil die mit ihrem Gewinn, die haben aber keine Gemeinnützigkeit, soweit ich weiß. Und sie haben ein Produkt in dem Sinne Wasser. Das würde ich jetzt eher zu einem Social Entrepreneurship zählen, obwohl da auch Formen von einem Produkt drin sind. Vielleicht sind die sogar auch ein Social Entrepreneurship. Das muss ich mir nochmal gut durch den Kopf gehen lassen, aber das ist ein sehr, das ist so ein schöner Zaunreiter gewesen. Hat noch jemand was? Ja, bitte. There's a bank called Tomorrow that I think might qualify with the categories that you just named. And they just offer basic, very regular banking services, but nothing goes into coal or gas or fossil fuels, and they sort of promise to, I don't know, save the rainforest and only or support smaller founders in, I don't know, yeah, up and coming countries. Yeah, perfect. It's a product, right? Genau, das stimmt. Es ist ein Produkt. Ich hatte mir zum Beispiel WeTel aufgeschrieben, die dann ein Mobilfunkanbieter sind und ähnliches tun. Die versuchen auch klimaneutral oder sogar klimapositiv zu sein, refinanzieren ein bisschen, aber die haben, wie das jetzt ein Finanzprodukt ist, so haben sie dann ein Mobilfunkprodukt auf den Markt gebracht. Und das ist ein relativ gutes Beispiel schon für ein Ecopreneurship. Vielen Dank dafür. So. Jetzt haben wir uns ja hier in diesem diffusen Kreis aus Social Entrepreneurship und Ecopreneurship bewegt und haben auch schon ein bisschen festgestellt, das überlappt sich ja an ganz vielen Enden. Und wenn ihr da jetzt mal euren Blick drauf richtet, haben wir ja hier oben bei dem Übergang zwischen, kann ich das hier so irgendwie? Ja, bei Entrepreneurship zu ökologischem Engagement und Entrepreneurship. Wir haben hier das soziale Engagement mit dem Entrepreneurship. Da kommen wir zum Social Entrepreneurship. Jetzt ist hier dieser kleine Sweet Spot, den Forschung selbst Sustainable Entrepreneurship benennt. Ich persönlich nenne das Social Ecopreneurship und habe da meine eigene Wortneuschöpfung geprägt. Und da befinden wir uns eben eher in diesem Teilbereich hier. Da würden wir mit dem Social Ecopreneurship hingehen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, die ich immer kriege, ja gut, du hast jetzt da ökologisch und sozial mit drin stehen. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Lohnt sich das überhaupt? Ist das überhaupt eine gute Idee, sowas zu machen? Und da möchte ich eine ganz kurze Exkursion, die geht auch wirklich nur ganz kurz. Kennt jemand von euch Simon Sinek? Das ist ein relativ junger, sehr interessanter Wirtschaftsweiser, Schrägstrich Philosoph. Und der hat den Golden Circle aufgestellt. Und traditionell ist es im Golden Circle so,
Es geht immer, what do I produce? Was produziere ich? How do I produce it? Wie mache ich das? Und ganz am Ende kommt, why do I produce it? Warum mache ich das überhaupt? 90% der Firmen vor 20 Jahren haben geantwortet, weil ich Sachen verkaufen will. Der Golden Circle dreht sich aber um und es ist auch bewiesen, dass generell Startups, also jetzt nicht nur im Social Entrepreneurship oder im Ecopreneurship Bereich, große Chancen dadurch entwickeln, dass sie sagen, why do I do it? Die fangen erstmal mit dem Why an und sagen, guck mal Leute, das ist der Grund. Ich bin da hingegangen und ich habe gesagt, ich will Affordable Housing, ich möchte möglichst vielen Leuten komplett kreislauffähige Wohnungen stellen, die sie auf- und abbauen können, in alle Länder dieser Welt mitnehmen können. Ich hätte gerne, dass Menschen sich sehr leicht und günstig autark mit Lebensmitteln versorgen können, um krisenresistenter zu werden, um der Inflation entgegenzuwirken, um Lieferketten zu verkürzen. Ja, und dann fangen wir mit dem Why an und sagen dann nachher, how do we do it? Wir bauen Workshops auf, wir sorgen für ein Team, wir sorgen für faire Bezahlung und ganz am Ende, what do we do? Und dann kommen wir erst und sagen, wir machen Domes für die Tiny House Sektion, für die Gewächshaus Sektion oder für Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Genau. Und warum das so wichtig ist, Und warum das im Endeffekt so wichtig ist, ist auf die Diffusionstheorie zurückzuführen. Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Das sagt, dass wir Menschen und Gesellschaften ganz besonders aufgebaut sind. Wir haben einmal die Innovators, das sind 2,5% der Bevölkerung ungefähr. Die sind ganz am Anfang mit dabei und entwerfen sogar wirklich was selber. Und dann kommen die Early Adopters. Das sind 13,5% in der deutschen Bevölkerung. Das sind Leute, die sofort am Anfang dabei sind. Das sind Leute, die 6 Stunden vorm iPhone-Shop warten, um das neue iPhone in die Hand zu kriegen, weil das so super toll ist. Ich habe jetzt mal das iPhone genommen, um das ein bisschen näher dran zu halten. Es gibt die Early Adopters, die Early Majority, Late Majority und ganz am Ende gibt es die Laggards, die braucht keiner. Die sind so lang hinterher, die tippen heute noch mit dem Klapptelefon und Tasten wahrscheinlich. Um das mal kurz ein bisschen ironisch zu sagen. Ja, jetzt haben wir visionäres Handeln, jetzt wissen wir ungefähr, wie wir die Schritte dazu hinbewegen. Ja, ist ja alles schön und gut, Phil, ich habe eine tolle Idee. Vision, Mission, Action ist alles jetzt irgendwie klar. Aber wie können wir uns überhaupt in der heutigen Welt darauf hinbewegen, dass wir nachher auch eine Zielgruppe abholen können? Und da gehe ich jetzt mal mit euch in die Megatrends rein. Habt ihr schon mal von Megatrends gehört? Ja, gut, weil die Zeitungen schmeißen es auch immer so ganz leichtfüßig vor sich her. Da gibt es auch eine ganze Menge von. Und diese Megatrends, die verändern nicht nur einzelne Segmente, in denen die definiert werden. Die sind meistens übergreifend, die sind querschnittartig. Die haben beschneiden sozusagen im Querschnitt durch die Gesellschaft gleich mehrere Probleme und Dinge an. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass man aus der Nische heraus zum Trend geht. Ich nehme jetzt mal Veganismus. Vielleicht, das war vor 20 Jahren, warst du da aber sowas von in der Nische. Und heute kannst du dir aber sicher sein, dass Mühlenhof mehr vegane Produkte raushaut als Fleischprodukte, also auch Gott sei Dank. Aber das ist so ein Megatrend, der sich dann langsam entwickelt. Und da zeigt sich wieder, das ist eine Graswurzelbewegung. Das heißt, kleine Avantgarden entschließen was und fangen dann an, das aufzubauen, kriegen ihr Followship und mit dem Followship verändern die Branchen. Das heißt, Megatrends sind langfristige Wandlungsprozesse, beschreiben gesellschaftlichen Wandel und sind für uns oder auf jeden Fall mal für unsere Firma ein Instrument für strategische Planung gewesen. So, das sind alle Megatrends, die die UN zum Beispiel ausgemacht hat. Ich gehe sie mal kurz mit euch durch, wenn ihr eine Frage habt oder euch was nicht vorstellen könnt, kann ich da auch nochmal gerne in die Tiefe reingehen. Also wir haben einmal die Individualisierung, das merkt glaube ich jeder. Wir vor allem in der westlichen Welt werden immer individueller. Wir haben ganz groß das neue Thema New Work, das hat Corona unter anderem ja auch stark beeinflusst. Die Globalisierung, den Gender Shift, Gesundheit, Urbanisierung, Silver Society, also wir haben überalternde Gesellschaften in den westlichen Ländern, Neoökologie, Mobilität, Wissenskultur, Konnektivität und Sicherheit.
Das sind all diese Megatrends, in denen wir uns jetzt gerade bewegen. Und mein Tipp ist immer, falls ihr eine Idee habt und die Idee mindestens auf eines dieser Ziele hier einzahlt, dann seid ihr schon mal einen sehr guten Schritt weiter und solltet diese Idee weiter ausarbeiten. Jetzt haben wir ja vorhin von den KPIs gesprochen, also den Kennzahlen, an denen wir unseren Erfolg festmachen. Und dann werde ich oft gefragt, ja Phil, jetzt für einen normalen Unternehmer ist ja ganz klar, du hast einen Umsatz, du hast einen Gewinn, du hast Dinge, die du verkaufen willst. Wie, das sind deine KPIs, oder? Und dann kann ich immer so sagen, jein, weil, ich weiß nicht, wer hat schon mal von den SDGs gehört? Ja, da hinten, sehr gut. Das sind die Sustainable Development Goals, die ausgegeben wurden von den Vereinten Nationen. Und dahin bewegen sich gerade oder sollten sich gerade alle Länder, die daran teilnehmen, hinbewegen. Wir in Mannheim sind da ja große Vorreiter. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber da bewegt sich auch schon ein bisschen was. Und da ist jetzt wieder der zweite Punkt. Wir hatten unsere Megatrends und jetzt haben wir die SDGs. Also wo geht unsere Gesellschaft eigentlich hin und was würden sich die Vereinten Nationen wünschen? Das sind alles recht hehre Ziele. Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser. Ich denke, lesen könnt ihr alle selber, dann muss da oben auch nicht so viel übersetzt werden. Und all diese 17 Punkte sind natürlich interessant und wären auch auf jeden Fall ein Punkt, wo ein Startup drin einzahlen kann. Aber vielleicht zahlt das Startup ja nachher nicht in nur ein einziges dieser Ziele ein, sondern gleich in mehrere. Warum ich euch das zeige, gibt im weiteren Verlauf des Vortrags jetzt noch einen tieferen Sinn. So, Social Ecopreneurship. Wir haben diese Mischung aus dem Sozialunternehmertum und dem Ecopreneurship. Und wer mich vor 3 Jahren mal gerne sehen will, der sieht mich da hier ganz von mir aus gesehen rechts im Bild. Ich habe vorher ein anderes Startup gehabt, das hat Tickets verkauft für mittelgroße bis große Festivals. Das ist sehr gut gelaufen. Mehrere Büroräume in Karlsruhe, auszubildende Mitarbeiter. Und dann kam die Corona-Krise. Bisschen schlecht für Leute, die Tickets im Eventbereich verkaufen wollen. Und ich habe meine Masterarbeit über die wirtschaftliche Verwertbarkeit ökologischer Strukturen geschrieben und habe danach eine Ticketfirma gemacht, habe die versucht, möglichst fair zu machen, dass möglichst viele Leute, auch Privatpersonen, sehr einfach und billig ein Ticketsystem bekommen. Und die äußeren Verhältnisse haben mich dann dazu gebracht, dass ich gemerkt habe, boah, Phil, vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg gewesen. Und so lag ich dann mit einer ganz schlimmen Erkältung in meinem Bettchen, gesehen, dass meine Masterarbeit so ein bisschen aus meinem Buchregal rausstarkt. Dann bin ich da hingegangen, weil das mag ich gar nicht. Da hat scheinbar jemand meine Masterarbeit gelesen und die nicht richtig zurückgesteckt. Und habe die aufgeschlagen und habe mir mal das Fazit angeguckt und habe gemerkt, ach du lieber Gott, die schlimmsten Momente aus Verbrennung der Erde, habe ich damals zitiert, das Buch, die sind schon längst eingetreten und Mensch, wir sind ja doch noch vielleicht ein bisschen mehr in Gefahr, als ich das selber mir vorstellen konnte und habe dann so meine ungeborenen Kinder vor mir gesehen, die sich auch so gedacht haben, Alter, jetzt hast du darüber geschrieben und du hast ja wirklich gar nichts dazu gemacht. Ja, ich habe gesagt, habt ihr recht. Gucke ich mir jetzt mal ein einziges Mal, gucke ich mir noch was über nachhaltige Gebäudestrukturen an. Gucke mir eine Reportage über Buckminster Fuller, einen großartigen Visionär, der die geodätischen Domes auch erfunden hat, schon vor fast 80 Jahren an. Der Mensch hat mich komplett hingerissen und ich habe in meiner Masterarbeit nicht über diese Strukturen geschrieben, bizarrerweise, obwohl die zum Beispiel 30% weniger Material brauchen als alle anderen Gebäudetypen. Da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe meine Freunde angerufen, gemeint, ihr bringt das Werkzeug mit, wir bauen heute, morgen, also ich musste noch das Holz holen, wir bauen über meine Dachterrasse einen geodätischen Dom. Keiner wusste, was ein geodätischer Dom ist, alle wussten, dass ich ein verrückter Typ bin. Dementsprechend standen die dann am nächsten Tag da, wir haben einen Dom gebaut, ich habe nie wieder aufgehört, Domes zu bauen. Warum ich in diesen Gedanken kam, sind Krisen, sind neue Realität geworden. Das kennt jeder von uns jetzt. Also ne, der Krieg ist mit dazugekommen. Wir haben die Corona-Krise, wir haben Wirtschaftskrisen, wir haben 3 große Wirtschaftskrisen, die uns bald überrollen werden. Wir müssen unser Leben ändern, wir müssen unseren Konsum einschränken, wir müssen anders konsumieren. Aber wie machen wir das eigentlich und was kann ich daran ändern? Ich sehe die Umweltverschmutzung, ich sehe den Klimawandel. Ich weiß aber auch, ne, jetzt kommen wir wieder zu den Megatrends, viele Leute haben den Wunsch nach Individualität.
Jetzt seht ihr auch mal richtig, was eigentlich ein Geodome ist. Und wenn ihr dann hier mal auf von mir aus gesehen links guckt, das ist das Tiny House, was wir dann nachher auch gebaut haben innerhalb von 7 Monaten, nachdem ich das erste Mal von geodätischen Domes gehört hatte. Und der Vorteil daran ist, die sind besonders stabil, die sind ressourcen- und energieeffizient, die sind ästhetisch und die sind die besten, zum Beispiel Gewächshäuser, die effizientesten Gewächshäuser, die der Mensch gebaut hat. Das sind die stabilsten Strukturen, die der Mensch gebaut hat und wahrscheinlich jemals finden wird. Alle Mars-Projekte sind immer geodätische Domes. Aus Gründen der Schneelast, Stabilität, transportabel, also wie einfach man sie transportieren kann. Das fand ich dann so eine gute Idee, dass ich gemerkt habe, Mensch, wenn ich das jetzt noch optimiere und anstatt aus mehreren Dreiecken diesen Dome baue, zum Glück mein Vater eine Formel gefunden, angelehnt an ein Kohlenstoffatom, das stabilste Atom, was es gibt, haben wir dann nur noch einen Dome, der nur noch aus einem einzigen Bauteil gefertigt wird, was für einen Modularbau natürlich super toll ist. Das ist immer nur ein Dreieck, was links und rechts lagig ist. Und dann sieht man auch, ne, wir können hier unten einfach ein Tiny House draus machen, aus demselben Skelett können wir aber auch ein Gewächshaus machen. Das Ganze haben wir dann noch ein bisschen erweitert, unser Portfolio, weil das ist natürlich, das geht jetzt so in zwischen 35.000 und 65.000 Euro, die Tiny Häuser und die autarken Gewächshäuser. Aber hier auf der rechten Seite, das ist alles unter 1.500 Euro und die Dome Workshops kosten 650 Euro. Ich war damals als Projektmanager beim IB für die UMAS zuständig und habe da gemerkt, wie viel man mit Jugendarbeit erreichen kann. Dann habe ich gesagt, Leute, das wird ein wichtiger Punkt unserer Firma. Wir machen Jugend- und Kinderworkshops und das ist heute mit ungefähr 40% eklatant wichtig. Jeder Investor, mit dem ich mich jemals unterhalten habe, bis auf die aktuelle Investorin, haben gesagt, ja, cooles Greenwashing, aber sobald du hier richtig Kohle machst mit den Tiny-Häusern, dann kannst du dir aber vorstellen, dass die Workshops eingestellt werden, wo wir aus übrigens geupcycled Bettlatten mit den Kindern dann hochstabile Strukturen bauen, die sie auch behalten können für ihre Schule. Die Investoren sind alle hochkant rausgeflogen, also einen habe ich wirklich fast am Schlawittchen rausgeschmissen, weil mir war das sehr wichtig und ich finde es auch richtig, dass man diese Grundlagen dazu steht und die auch durchsetzt. Also ihr seht jetzt hier auf der Seite, einen Seite ist das Ecopreneurship mit dem Skelett, dem Gewächshaus und dem Tiny House und auf der anderen Seite, da kommen wir dann eher in die soziale Sparte und auch in die Sparte, dass es sich jeder Mensch leisten kann, weil, wie gesagt, die Vision war, das für jeden Menschen zu machen und nicht nur für die Top 1% in this world. Habe ich euch nochmal ein paar Bilder mitgebracht, wie das dann im Endeffekt aussieht, zum Beispiel nur mal, warum ich das nochmal gerade so betone, es ist wichtig, dass ihr an eurer Vision dranbleibt und euch niemals was vorsagen lasst. Man hat mir gesagt, das geht nicht. Jeder Schreiner hat gesagt, die Schnitte sind nicht machbar. Die Fenster sind sogar von Velux, dem weltgrößten Fensterhersteller, haben gesagt, das ist technisch nicht umsetzbar. Ja, wie ihr seht, die Fenster stehen, dass da drin sind geupcycelte Paletten, aus denen wir dann die Bretter entnommen haben und die Bretter aufbearbeitet haben. Wurde alles gesagt, geht nicht. Hier, das hat einen bayerischen Landespreis für Nachhaltigkeit und soziales Engagement gewonnen und ist von der Universität Eichstätt das grüne Klassenzimmer geworden. Mit ETFE-Folie bespannt, die hält 50 Jahre anstatt nur 5 Jahre. Und ist mit dem Verein für Nachhaltigkeit und der Deutschen Postcode-Lotterie möglich gemacht worden. Oha, guckt euch das mal an. Das sehen wir doch noch von vorhin, oder? Das kennen wir doch noch. Hier sind die Megatrends, die wir uns aufgenommen haben und da seht ihr jetzt nochmal unseren Gewächshausdome, unseren Vision Dome Room, also das Tiny House und die allgemeinen und übergreifenden Punkte. Und ihr seht, ne, wir sind hier an vielen progressive Provinz, New Local, Home Farming, Plant Parenting, Circular Economy, Minimalismus, Co-Community, Resilienz, Home Office, Single-Gesellschaft, weil kleines Tiny House, Micro-Housing. Also wir zahlen auf ganz, 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 ganz viele Trends ein und das macht super einfach für die Zukunft was zu entwickeln, weil das sind die Trends, die unsere Gesellschaft beeinflussen werden. Jetzt nochmal ganz kurz in der Übersicht haben wir hier die SDGs, das waren die Sustainable Development Goals, die ich euch vorhin gezeigt habe. Wir machen Maßnahmen zum Klimaschutz. Wir befördern nachhaltigen Konsum und Produktion. Wir bemühen uns, dass Städte und Gemeinden nachhaltiger werden können. Gesundheit und Wohlergehen, Industrie, Innovation und Infrastruktur und generell für weniger Ungleichheit, weil wir gerne möchten, dass jeder Mensch sich mit seinem eigenen Essen minimalistisch versorgen kann und auch minimalistisch in seinem eigenen kleinen Tiny House leben kann, wenn er das dann will und der Staat dafür die Möglichkeiten schafft.
Hier sieht man nochmal unseren Wettbewerbsvorteil. Wir sind teilbar, das heißt, ihr könnt uns auch als zum Beispiel Wintergarten verwenden, indem ihr einfach nur eine Hälfte des Doms an ein Haus ranbaut. Ihr könnt ein Viertel zwischen zwei Häuser bauen oder ein Dreiviertel drumherum. Und auf der rechten Seite sieht man nochmal das Problem mit den unterschiedlichen Dreiecken, die die anderen alle haben, weil die 5, 6, 7 Produktionsstraßen aufbauen. Wir allerdings haben nur eine einzige Produktionsstraße. Jedes Fenster, jede Außenverkleidung, jede Innenverkleidung, jede Dämmung hat bei uns immer die gleiche Form, wo vielleicht jetzt auch mein BWL- und Produktionsstudium ein bisschen mit reinkommt. Da seht ihr nochmal den Vergleich, was es vorher gab. Aluminium, Plastik aus China hauptsächlich, Billigprodukte, teilweise auch wirklich Firmen, die wirklich sehr fraglich produzieren. Ich will jetzt auch hier keine Firma besonders rausstellen. Und man sieht bei uns eben nachhaltige Produkte. Wir haben uns bemüht, den Produktlebenszyklus zu verlängern. Bei uns wird nichts verklebt. Es wird alles verschraubt und gegengeschraubt. Man kann unseren Dome komplett rückstandslos wieder befreien. Wie ihr seht, steht der auch nicht auf einem Betonfundament, sondern auf Eindrehfundamenten. Der verändert einfach nichts an seiner Umwelt. Kann zurückgebaut werden, kann repariert werden. Jedes einzelne Teil ist austauschbar. Und das war sehr wichtig bei dem Entwurf. Haben die meisten Leute auch gesagt, wir overengineeren das Ganze total. Sobald jetzt die Kreislauffähigkeit immer weiter in die Wirtschaft eindringt, haben wir plötzlich den Vorteil. Hier habe ich euch das alles nochmal zusammengefasst, was ich euch gerade gesagt habe. Ich will euch nur mal zeigen, dass wir daraus ein USP gemacht haben, also ein Unique Selling Point, ein einzigartiges Verkaufsargument für diesen Dome. Und die meisten Leute erstmal gesagt haben, boah, das ist vielleicht sogar hinderlich für eure Unternehmung. War es im Endeffekt nicht. Hier kann man dann nochmal sehen, ne? Lohnt sich das auch wirklich, dass wir uns sehr bemüht haben, dann auch unseren potenziellen Investoren zu zeigen, ja, das lohnt sich. Ne? Wir haben die Megatrends, wir haben die SDGs, auf die wir einzahlen. Verzeihung, wir haben den großen Marktwachstum, wir haben vielfältige Anwendungen und wir zahlen im Endeffekt auf diese Trends ein und wir wissen auch schon, andere Startups haben ähnliche Projekte durchführen können. Jetzt kommt es, wie man dann am Ende den Investor auch noch holt, falls ihr dann mal so weit kommt. Wenn man 5 Milliarden annimmt, 0,1% Conversion Rate heißt das, annimmt in 5 Jahren, dann machen wir 5 Millionen. Klingt immer gut und ist eine schöne Zahl, muss man aber auch erstmal erreichen. Aber generell kann man da jemandem sagen, guck mal, wenn ich nur 0,1% im deutschen Markt übernehmen würde, nur 0,1%, und wir erinnern uns, die Early Adopters waren bei 17,5%, dann könnten wir schon diesen Preis hier erreichen. Genau. Hier haben wir uns nochmal zu den einzelnen Kunden hingestellt, einfach nur mal, damit ihr auch, das zeige ich euch jetzt alles, wir sind jetzt in dem Realitätsteil, alle Theorie, die wir vorhin besprochen haben, haben wir auch wirklich Schritt für Schritt umgesetzt, das ist alles aus unserem Businessplan zum Beispiel auch entnommen. Wir zeigen den Leuten, ey, wir können Vertrieb und Marketing, wir können den Verkaufs- und Bauprozess machen, bei uns ist keiner zum Beispiel auch ein Handwerker gewesen, niemand hat irgendwie vorher in dem Bereich gearbeitet. Wir konnten damit aber schon einige Erfolge erzielen, wir haben Preise gewonnen, wir waren in Accelerator drin, wir sind mit der Buga zusammen in Zusammenarbeit, mit der DHBW, Bauhaus, Hornbach, wir sind ausgezeichnet worden für besondere Förderfähigkeit in Deutschland, wir haben mit der MFG zusammengearbeitet, also wir haben uns ganz viele prestigeträchtige Partner gesucht, die dann unsere Idee sozusagen als Verstärker nach außen tragen. Und wir haben mit einem iterativen Prototypenansatz, das heißt, wir machen immer einen Prototypen, besprechen den mit den Kunden, gucken, was läuft gut, gucken, was läuft schlecht, und dann gehen wir in die weitere Prototypierung, das heißt, wir machen den nächsten Prototypen, wir haben Patent angemeldet und jetzt sieht man da unten mal, was unsere geschätzten Umsätze sind, also die ersten beiden Jahre 100.000, dann kommen wir auf 230.000 und jetzt schrauben wir uns langsam hoch, wir stellen neue Leute ein, wir brauchen dafür auch mehr Geld und da kommen dann die ganzen Finanzierungsrunden im Endeffekt zusammen. Hier zeigt sich dann, wofür wir diese Finanzierung ausnehmen. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach nämlich das Team und die Visionäre, die an dich glauben und an die Idee glauben, weil sonst wirst du es nicht durchsetzen können. Marketing, damit es nach außen dringt, und Investitionen sind immer wichtig, dass man neue Baustoffe verwenden kann, neue, bessere Baumethoden einsetzen kann und das eben in einem ordentlichen Prototypen umsetzen kann. Abschließend will ich euch nochmal ganz kurz, weil es heißt immer ich und ich hatte die Idee und ich. Wie gesagt, der Visionär ohne die anderen Mitvisionäre wäre komplett gelackmeiert, weil sonst würde ich immer noch verrückt in meinem Zimmer sitzen und irgendwas von Dreiecken und Halbkugeln erzählen. Hier haben wir nochmal unsere Co-Founder, das ist die Alina.
Die hat sich nach 8 Jahren KPMG und BASF davon freigemacht. Jonas ist Sozialarbeiter, die Jackie ist diplomierte Freizeitpädagogin und der Leo ist Architekt, technischer Zeichner. Darf sich noch nicht Architekt nennen. Und diese Leute habe ich dankbarerweise getroffen. Das sind aber nicht die einzigen Leute. Da hinten sitzen jetzt nochmal 2 Unterstützer von uns. Wir haben ganz viele Leute gehabt, die mit uns gemeinsam die Idee entwickelt haben, die in uns vertraut haben, denen wir die Vision deutlich vor Augen führen konnten, die mit Geld, vor allem Lebenszeitstunden, Werkzeug, Material, Dasein, auch einfach mal ein Bier trinken, wenn es abends zu viel geworden ist, uns unterstützt haben. Und ich glaube, um hier mit den letzten Worten zu schließen und die Fragerunde an euch zu eröffnen, es ist super wichtig, dass wir Menschen Visionen haben. Es ist super wichtig, dass wir unsere Mission nicht vergessen in unserem Leben, wie wir das erreichen. Und ich sage euch, wenn ihr euren Visionen nachgeht, egal im privaten oder im wirtschaftlichen Kontext, und ihr meint es ernst und ihr geht die Schritte, die ihr gehen müsst, die jeder andere Unternehmer gehen muss, dann kann am Ende niemand mehr sagen, lohnt sich das denn überhaupt? Weil solange man damit sich selbst und andere beschäftigen kann und irgendwie einen positiven Auswirkung auf die Umwelt oder die Gesamtgesellschaft hat, lohnt sich das meiner Meinung nach. Wir können das gerne gleich noch diskutieren. Ich war Philipp Jung von der Firma Vision Domes. Das sind meine Mitgründer. Ich bin nicht alleine. Ich bedanke mich und um es mit unserem Motto zu sagen, make room for your visions. Macht Platz für eure Vision. Vielen Dank.